Hallo Leute und willkommen hier zu dieser Scheißaufgabe, die wir jetzt auf leicht machen, damit wir da schnell durch sind. So, den Unterschied sieht man sofort. Wir haben wesentlich mehr Truppen. Gut, wir werden, denke ich, das Tor hier vorne aufgraben. Dann wird das schon. Und zwar schicken wir dazu einfach mal all die hier hin. Ah ne, wir müssen erstmal warten, bis der Typ kommt. Das Schweinebäckchen. Womit kann ich mit seinen Leuten. So, ihr geht auch hier hin, bitte. Ebenso wie ihr. Und ihr kommt hier hin. So sollte das kein Problem sein, die jetzt abzufangen, die hier gleich kommen. Schon unterwegs sind. Vielleicht. Hallo? Kommt keiner. Doch, da. Stimmt, das sind alle, die da drauf sind schon mal. Gut. Eure Befehle? Bis auf ihr. Schießt jetzt alle auf den. Das ist leider nicht möglich. Das ist möglich. Und zwar jetzt. So, bitte schießen. Auf ins Getümmel. Gut, das hätten wir. So, als nächstes euren Wunsch. Dieser Trupp. Ja, hier hin. So, wir pausieren und stellen die Spieloption etwas runter. Auf, sagen wir mal, 40. Und schnappen uns eine Handvoll Bogenschützen. In Bewegung. Oder zwei. Mit denen wir dasselbe Spiel machen wie eben. Rücken aus. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Rücken aus. Allerdings wird das auf 40 natürlich schon etwas schwieriger. Besonders. Ja, ja, besonders. Hier, wo so viele andere noch sind. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Rücken aus. So, die graben alle schön. In Bewegung. Immerhin. Ja, bitte. Wie tief ist das? Wir hier vorne bleiben. Sind auf dem Weg. Hey, die konzentrieren sich ja kaum noch auf in mich. Bewegung. Ihr könnt auf uns zählen. Bogenschützen bereit. Wohin gehen wir? So, Moment. Allzeit bereit. Alle zurück, alle zurück. Vielleicht können wir ein paar noch retten. Mein Bogen ist euer. Du. Ah, unser Bogenschütze ist schon mal draufgegangen. Okay, davon schau ein paar. Vielleicht kommen ja. Na doch, ein paar kommen noch an. Ist ja zumindest etwas, ne? So, hier machen wir ein Tunnelgräberchen hin. Hier machen wir einen hin. Hier machen wir einen hin. Und hier machen wir einen hin. Jetzt beschleunigen wir das Ganze auf 90. Los geht's. Und ab ins Loch, ab ins Dunkel. So, mal gucken. Ich glaube, durch die Zugbrücke konnten die das Tor nicht angreifen. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Wir werden sehen, ne? Wenn sie graben, wenn sie graben. So, dann. Ja, der Rest sollte machbar sein. Wir haben genug Truppen. Wäre auch schlimm, wenn es nicht machbar wäre. Aber ich finde schon, das war die schwerste Mission bisher. Und ja. Ziemlich unmachbar. Zumindest auf sehr schwer. So, da fällt die Mauer schon zusammen. Das Torhaus hat wenig Schaden genommen, aber ein bisschen, glaube ich. Auf jeden Fall können wir da durchkommen. Gut, wie machen wir das jetzt? Nur Muskelkraft. Alle hierhin. Bewegt euch, Hunde. Bis auf ihr geht hier sogar noch weiter. Und zwar Bewegung. Ihr geht hierauf. Los. Was wünscht ihr? Und ihr geht und hier einfach weiter. Rauf. So. Es sollte ja hier vorne, hier drinnen keine Gefahr sein. Ein paar gehen halt da rüber und hier kommen ein paar dahin. So, ihr hier rauf. Und ein paar hier hin.
gibt's. So, hier rauf. Na, warum denn nicht? Ach so, die müssen erstmal. Oh, scheiße, das ist doof. Das ist doof von mir. Das ist nicht schlau. Einfach rein hier. Leitern bereit. Hier hin und rauf hier, rauf hier, rauf hier, rauf hier. So. Dann dürften die ersten raufkommen. Was macht ihr denn da? Wieso tauschen die immer? Ja, das ist sehr sinnvoll, Leute. Das ist sehr sinnvoll. So, da sind aber die ersten schon drauf. Okay, wir verlieren. Wir verlieren doch tatsächlich. Mach das Tor auf. Oh Mann, wir sind so schlecht. Wir sind echt atemberaubend schlecht. Das gibt's gar nicht. Oh, das war echt... echt mies war das. Da bin ich doch ein bisschen zu locker rangegangen. Das werden wir nicht mehr schaffen. Das werden wir nicht mehr schaffen. Besonders, weil die sich hier auch sehr schlau anstellen. So, da drinnen, die kriegen wir vielleicht noch abgemordet. Aber die jetzt weniger. Genau. Ach, wisst ihr was? Ihr könnt mich mal. So, Mission neu starten. Ja. Und diesmal dann vielleicht mit etwas mehr Strategie doch rangehen. Also das war jetzt ganz leicht peinlich. Ah ne, wir können es erstmal auf 90 lassen, bis die ersten Streitkolbenviecher ankommen. Dauert's ja ein bisschen. So, hierhin. Und ihr auch hierhin. Dann sollte das kein Problem sein. Gut. Gut, gut, gut. Ja. Euch lassen wir dann einfach. Ah, genau, ihr kommt mal am besten mit hier hin. Sehr wohl, mein Herr. So. Ja. Wie machen wir das jetzt am besten gleich? Mal gucken. Mal gucken. Eigentlich habe ich es beim letzten Mal auf leicht sofort geschafft, aber. Nein. Das war eben dann vielleicht doch etwas zu leichtfertig rangegangen. Ganz so leicht ist die Mission dann doch nicht. Gut. Ich denke, wir werden es erstmal ähnlich machen. In den Schlamm. So, und jetzt die Spieloption aber deutlich runterstellen. Auf 30. Spiel wieder aufnehmen. Und wir nehmen uns vier Bogenschützen, die wir hier zum Ablenken hinschicken. Mal sehen, ob schon irgendwer reagiert. Ja, jetzt allmählich. In Bewegung. Oh, da sind schon. Ist schon der erste gefallen. In Bewegung. Rücken aus. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Oh, 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 oh. Rücken aus. Sind auf dem Weg. In Bewegung. Rücken aus. Die drei leben zumindest noch. In Bewegung. Rücken aus. Ah, jetzt leben nur noch zwei. In Bewegung. Rücken aus. Sind auf dem Weg. So. Sturmbock bereit, my lord. Du bewegst dich schon mal hier hin. Lauf. In Bewegung. Womit kann ich die nasse Angelegenheit? Bogenschützen bereit. Mein Bogen ist euer. Nennt euren Wunsch. Mein Herr? Ja, bitte. Eure Befehle? Ihr könnt auf uns zählen. So, Angriff jetzt darauf, auf dieses Tor. Ein Kinderspiel. Allzeit bereit. So, schnell, schnell, schnell. Nennt euren Wunsch. So, dann kriegen wir das vielleicht auf. Während wir den Rest von euch auch schon mal hier hinschicken.
Wichtig seid ja vor allem ihr. Bewegt euch, Hunde, auf uns zählen. Angreifen da. Und du auch. So. Nur Muskelkraft. Schneller, 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 schneller. Mach das Tor kaputt, bitte. Ja, super. Auf ins Getümmel. Womit kann ich dir? Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir. So, und eine Hälfte hier hin. Ein paar bitte hier rauf. Ein paar hier hin. Wiederum ein paar dahin. Und du dahin, bitte. Und ihr stürmt in den Hof. So, hier rauf schön. Los, kaputt hauen, kaputt hauen. Das Tor Schrott, die Schrott. So, das Tor dürfte nicht mehr lange halten. So, sehr schön. 25 hierauf. Hier darauf. Und bis auf ihr und du bitte hierauf. Und da hinten müssen natürlich auch noch ein paar rauf. So. Ich hoffe, das wird was. Hier haben wir auch noch ein paar Reserven. So. Sofort hier rüber. Haben wir die etwa tatsächlich vergessen? So. Da wir die haben, könnt ihr hier rauf gehen. Und ihr hier rauf. Und ihr werdet das schon schaukeln. Ne, Leutings. So, haben wir dann alle? Oder irgendwo irgendwen übersehen? Nee. Gut. Ah, und ihr schafft das, oder? Ja, bitte. Ja, ihr schafft das. Ja. So. Sehr schön. Den könnt ihr auch noch angreifen. Das dürfte es gewesen sein. Ein ruhmreicher Sieg auf leicht. Gibt's hier noch irgendwo irgendwen? Hier lebt noch irgendwer, oder? Aber wer? Ach, ihr seid noch Feinde. Ah, ich dachte, ihr gehört mir. Oh, jetzt hätten die uns fast doch noch platt gemacht. Also noch ist es kein ruhmreicher Sieg. Die werden es bestimmt auch nicht rechtzeitig schaffen, habe ich so das Gefühl. Einer ist drinne. Und hält die zumindest schon mal auf? Muss das sein? Sehr spannend, sehr spannend. Werden die es schaffen? Ja. Der Feind ist eine Botschaft des Schweins. Ihr sucht Streit mit mir? Dafür werdet ihr zahlen. Ja, so habe ich die Mission auch schon geschafft gehabt. So in etwa. Auf leicht eigentlich nicht schwer. Sagt ja schon leicht. Aber auf sehr schwer einfach unmachbar. Meiner Meinung nach. Für meine Fähigkeiten auf jeden Fall. Weiter geht's. Sie zertrümmern mein Heim. Ich werde sie wie Hunde jagen. Und sie werden dafür bezahlen. Zuerst knöpfe ich sie auf. Und dann verbrenne ich ihre Füße. Und dann breche ich ihnen die Beine. Und dann... Musik.
Nachdem ihr euch von einem Ende des Landes ins andere durchgekämpft habt, steht ihr mit euren Männern am Rande der Erschöpfung. Deshalb schlagt ihr das Lager tief im Feenland auf. Viele der Grafschaften, die ihr eingenommen hattet, wurden bereits zurückerobert. Doch die Kunde, dass der König zurückgekehrt ist, gibt euch neue Hoffnung. So, das Land gehört dem Wolf. Und wir sind jetzt wohl hier. Gut, weiter geht's. Vierter Akt. Für König und Vaterland. Ihr habt noch keinen Tag im Lager verbracht, als sich ein mit einer Kapuze bekleideter Fremder eurer Gruppe nähert. Nein. So treffen wir uns wieder. Die Brüder und ich haben lange dafür gebetet, dass ihr hier sicher ankommt. Wir sind erfreut zu sehen, dass ihr das Wissen, das wir euch anvertrauten, wohl eingesetzt habt. Aber jetzt müssen wir euch bitten, uns auch einen Gefallen zu tun. Herzog Tryff hat versucht, das geheime Wissen, das sich in unserer Bibliothek verbirgt, an sich zu bringen. Doch zu unserem Glück unterlief seinen Männern ein Fehler und sie belagern den falschen Ort. Während wir hier sprechen, sammeln meine Brüder das Material, das wir benötigen, um unser altes Kloster wieder aufzubauen, in welchem wir unsere Bücher versteckt halten. Wir können den Angriffen jedoch nicht länger standhalten. Wir können nur noch hoffen, dass ihr unsere Pläne für den Feuerfluss ebenso nützlich findet wie unsere anderen Entwürfe. Mission 16. Der Rückzug. Das ist doch eine Zeitverschwendung. Herzog Tryff, findet und tötet sie. Ich habe mich um Wichtigeres zu kümmern. Ich liebe eine gute Jagd. Ich werde sie aufspüren, niederrennen und ihnen einen netten, qualvollen Tod bereiten. Haltet den Angriffen des Schweins so lange entgegen, wie die Mönche brauchen, um die benötigten Steine zu sammeln. Zieht euch dann zurück. Die Sümpfe sind hier euer größter Vorteil. Sie bilden eine natürliche Verteidigung und dienen als Wasserquelle. Die Mönche haben euch von ihrem Feuerfluss erzählt. Nutzt also die Wassergräben zu eurem Vorteil. Dieser Landstrich eignet sich auch vorzüglich für den Anbau von Äpfeln. Genau, ich glaube, das hatte ich damals auch gesagt, dass wir jetzt endlich Äpfel bauen können. Ich Äpfel liebe und so weiter. Ich denke, da werde ich in der Mission hiernach auch noch drüber erzählen. Das habe ich ja schon aufgenommen, wie gesagt. Daher nicht wundern, falls ich auch mal über die Vergangenheit spreche und ihr das überhaupt nicht kennt. Es ist nun mal nicht anders zu machen. Ja, und hier 100 Steine, ein bisschen wenig, ne, deswegen stellen wir mal auf sehr schwer. 400 Steine, sieht doch schon besser aus. Also, schaut im nächsten Part vorbei und ich nehme dann den über nächsten Part oder so auf. Jetzt, gleich, sofort, weil ich Lust habe auf neue, spannende, packende Missionen. Also, bis dahin und tschüss!